Mein Name ist Tobias Keller. Ich bin District Sales Manager mit dem Herrn Bartel durch unser Webinar Bleiben Sie trotz Loki-Virus locker, wie Advanced Threat Protection Systeme Sie ruhig schlafen lassen. Kurzes Wort noch vorab dazu. Wir haben aktuell die größte Teilnehmerzahl, die wir bisher bei der DANIS zu Webinaren hatten. Aktiv sind im Moment über 50 Teilnehmer hier im Feld. Also wir freuen uns sehr über diese rege Nachfrage und hoffen, dass Sie auch dementsprechend heute viel darüber erfahren, worüber Sie sich informieren möchten an dieser Stelle. Am Ende des Webinars bitten wir Sie dann auch gerne daran teilzunehmen, uns Fragen zu stellen. Während dem Webinar mehr damit zurückhalten. Wir wollen schauen, dass wir klar strukturiert durchkommen. Und wenn sich dann wirklich noch Fragen für Sie ergeben, dann gerne das Ganze am Ende. Ansonsten würde ich an der Stelle direkt weiter übergeben an den Herrn Bartel. Der freut sich schon darauf, dass er loslegen kann und führt Sie jetzt die nächsten 1 bis 1,5 Stunden durch dieses Webinar. Viel Spaß dabei. Ja, herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Auch uns freut es, dass wir so eine rege Teilnahme haben. Mittlerweile sind wir aber über 60 Teilnehmern. Und es wählen sich immer noch ein paar Nachzüglinge ein. Nichtsdestotrotz sollten wir zu diesem Thema jetzt starten, damit alle in ihrem Zeitplan auch bleiben. Ja, Loki ist in aller Munde, aber nicht nur Loki, sondern grundsätzlich diese sogenannten Advanced Threats, wie man so schön sagt, sind ja nun mal auf dem Vormarsch. Wir in der Security-Branche predigen das eigentlich schon seit gut 2 Jahren. Nichtsdestotrotz hat im letzten halben Jahr gerade in Deutschland einige größere Outbreaks Schlagzeilen gemacht. Da war zum einen im Sommer letzten Jahres ja Bundesbehörden, Bundestagsnetzwerke, die über solche Dinge angegriffen wurden. Dann waren es jetzt diverseste Krankenhäuser, die davon betroffen wurden. Oder eben Loki, der ja nicht nur Privatleute betroffen hat, sondern eben auch vor Gemeinden und öffentlichen Auftraggebern, aber auch sicherlich eine größere Anzahl an ja privatwirtschaftlichen Kunden getroffen hat. Ich würde gerne das Ganze so aufbauen, dass ich grundsätzlich Ihnen erstmal schildere, wie genau so ein Angriff funktioniert. Ich bin mir sicher, viele von Ihnen kennen es grob schon. Ich hoffe mal, viele wissen es. Unserer Erfahrung nach sind teilweise doch ein paar Wissenslücken vorhanden, die es dann im Nachgang schwerer machen zu verstehen, wie denn so eine Lösung aussehen kann, um sich dagegen wirklich zu schützen. Ich habe Ihnen jetzt hier in der Mitte Schlagworte aufgezeichnet, effektiv ein Stapel an Gerätschaften, die Sie Stand heute vermutlich alle irgendwie im Einsatz haben, entweder als dedizierte Lösungen oder als Bestandteil einer Next Generation UTM Firewall. Wie läuft eben so ein Angriff ab? Eine Möglichkeit ist, und das ist immer noch die Möglichkeit, die am meisten ausgenutzt wird, ist das Thema, dass Sie eine E-Mail bekommen mit einem vermeintlich sauberen Anhang oder eine E-Mail bekommen, die an sich im sogenannten Mail-Body über einen HTML-Code irgendwelchen aktiven Code beinhaltet, der eben nicht nur die Anzeige der eigentlichen Mail ist. Jetzt sagen Sie alle, wir haben doch ein Antivirus und ein Anti-Spam-Filter, ein Mail-Gateway. Das ist richtig, das ist schön. Aber das Problem ist, wie funktionieren solche Angriffe? Ein Antivirus-System kann immer nur dann angreifen gegen Viren oder gegen Schadsoftware, die irgendwie schon mal vorgekommen ist. Nicht unbedingt exakt diese Datei, aber die Angriffsart, sprich, wohin ziele ich, welchen Buffer-Overflow nutze ich aus, welchen Code benutze ich, um irgendwas abzuschießen. Irgendwie muss ein bekanntes Bruchstück vorhanden sein. Ansonsten kann ich über eine Antivirenlösung, die doch immer noch sehr reaktiv ist, das Ganze nicht finden. Und wir reden ja hier von sogenannten Zero-Day-Exploits. Das heißt, hier werden Schwachstellen adressiert oder
Angriffstechniken benutzt, die bis zum Zeitpunkt des Angriffs eben noch nicht veröffentlicht wurden von demjenigen, der sie gefunden hat, also funktionsfähig herausgefunden hat. Das heißt, wie gesagt, ein Antivirus ist hier relativ relativ nutzlos in dem Sinne, diesen Angriff erkennen zu können. Da bin ich auch ganz offen, auch ein Antivirus auf einem FortiGate oder FortiMail-Gerät hätte hier zum Beispiel beim Loki am Anfang seine Probleme gehabt. Das zweite, die zweite Technik, die wir haben, ist der Anti-Spam. Anti-Spam basiert aber auch darauf, dass ich irgendwie erkennen kann, dass es eine ungewollte Mail ist. Zum einen, die einfachsten Methoden sind einfach das, dass ich eben feststelle, dieser Sender hat eine schlechte Reputation, dieser Sender hat schon so und so viele Spams geschickt oder im Header sind irgendwelche Fehler drinnen zu erkennen oder ich erkenne aufgrund der Art, wie die Mail zusammengebaut ist, dass das eben ein Spam ist. Je nachdem, wie gut dieser zielgerichtete Angriff ist, und teilweise geht er ja wirklich nur gegen wenige Adressen. Gut, Loki war jetzt ein Fall, der ging gegen relativ viele. Aber auch da war es so, die Mails waren sehr, sehr gut gemacht. Das heißt, der Spam von gestern, wo irgendwelche deutschen Umlaute nicht sauber angezeigt werden, weil sie irgendwie von einem Land kommen, wo es keine Umlaute gibt, die gibt es nicht mehr. Rechtschreibfehler sind sowieso keine mehr drinnen. Das heißt also, ein Anti-Spam-Gateway wird in diesem Sinne auch nicht greifen, spätestens dann nicht, wenn die Mail nur auf eine spezielle Industriegruppe oder vielleicht sogar nur auf einen einzigen Kunden wie Sie adressiert ist. Wird hier ein Anti-Spam auch nicht funktionieren. Das heißt also, die bestehende Lösung an einem Mail-Gateway oder an einem Security-Gateway würde in diesem Falle erstmal nicht anschlagen, obwohl sie sauber programmiert ist, obwohl sie aktuell up-to-date ist. Das heißt, die Mail würde erstmal im Posteingang des jeweiligen Users ankommen. Der User klickt dann natürlich auf den Anhang, weil es zum Beispiel, das war ja Ende letzten Jahres sehr in, aussieht wie eine T-Mobile-Rechnung. Gut, da könnte man als kleinen Nebensatz erwähnen, dass man seine Mitarbeiter doch mal drauf schulen könnte, dass wenn man als Firma Vodafone-Verträge hat, man sicherlich keine T-Mobile-Rechnung bekommt oder umgekehrt, weil auch das haben wir bei Kunden erfahren. Nichtsdestotrotz, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit von ca. 50% sind Sie mit einer gefakten Vodafone- oder T-Mobile-Rechnung bei Geschäftskunden eigentlich, wie gesagt, mit 50% Wahrscheinlichkeit treffen Sie den richtigen an. Was passiert jetzt normalerweise, wenn man auf das wenn man auf den Anhang klickt, im einfachsten Falle, ich würde nicht sagen im schlimmsten Falle, weil das ist eigentlich der am wenigsten schlimme Fall, ist es so, dass es ein Stück Software ist, das sofort die Funktion des Rechners beeinträchtigt oder sogar komplett den Rechner abschießt. Wirkt erstmal als ein sehr, sehr großes Übel, wird aber nur dann von Angreifern eingesetzt, wenn das pure vom Netz nehmen eines oder mehreren Geräten dem Angreifer einen Vorteil verschafft, beziehungsweise ihnen als Firma einen massiven Nachteil. Also sowas würde passieren, gerade in Versorgungsnetzen wäre sowas fatal, wenn irgendwelche Steuerungseinheiten einfach außer Betrieb gesetzt werden und dann eine Steuerung von der Anlage nicht mehr vorhanden ist. Das bringt meistens dem Konkurrenten einen Vorteil, weil sie gewisse Zeiten nicht mehr produzieren können und ein Konkurrent vielleicht in der Zeit, doppelt so viele Bestellungen bekommt. Das ist aber in vielen Fällen nicht das primäre Ziel gewesen. Auch ein Loki, der erstmal wirkt, als hätte er genau das gemacht, nämlich Sie klicken drauf und Ihre Festplatte ist verschlüsselt, hat nicht so agiert, sondern erst kommen normalerweise noch einige andere Aktionen, die ausgeführt werden, bevor es dann dazu kommt, dass entweder ein System für Sie nicht mehr nutzbar ist oder in den meisten Fällen bleibt das System weiterhin für Sie nutzbar und Sie bekommen gar nicht mit, was mit Ihrem System noch nebenbei gemacht wird. Das heißt, der nächste Schritt wäre dann hingehen, normalerweise bleiben wir erstmal bei dieser T-Mobile-Rechnung oder Vodafone-Rechnung oder O2-Rechnung, jetzt habe ich alle drei durch. Sie klicken drauf, das PDF geht auf und jetzt fangen Sie an, das zu lesen und Sie werden natürlich nach wenigen Sekunden, 10, 15 Sekunden maximal merken, dass das
eine Rechnung ist, die nicht für Sie ist, weil irgendwas stimmt da drinnen nicht. Selbst wenn irgendwie vielleicht noch Ihr Name richtig ist, aber entweder finden Sie Ihre Telefonnummer nicht, wie auch immer, irgendwann werden Sie das Dokument wieder zumachen, hat aber normalerweise schon ausgereicht, um im Hintergrund eine weitere Aktion auszulösen. Und diese Aktion ist meistens die, dass ich eine ausgehende Verbindung auf einen Server aufbaue, um mir dann den eigentlichen Schadcode oder weitere Teile des Schadcodes herunterzuladen. Bei Loki war es unter anderem auch so, dass der Verschlüsselungskey, mit dem praktisch Ihre Daten verschlüsselt werden, wurde erst nachgeladen. Warum ist der nicht in der Software mit eingebaut? Weil dann wäre er überall der gleiche. Und es würde bedeuten, sobald eine Security-Firma diesen Schlüssel herausgefunden hat, könnten wir alle betroffenen Rechner wieder entschlüsseln und das Geschäftsmodell des Loki-Virus wäre auf einen Schlag hinfällig. So geht die Schadsoftware hin und lädt sich für jeden betroffenen Rechner individuell einen Key runter, was dazu führt, dass ich individuell, egal wenn auch mal ein Key durch eine Security-Firma ja herausgefunden wird, ich weiterhin mein Geschäftsmodell aufrechterhalten kann. Bleiben wir bei der orangefarbenen ausgehenden Verbindung. Denken Sie sich jetzt hier auch, ich habe hier einen Webfilter, ich habe einen Filter und da habe ich eingestellt, blocke mir den Aufruf von sogenannten malicious Websites. Das ist alles schön und gut, aber auch diese Webfilter basieren darauf, dass diese Webseiten oder die Webserver kategorisiert werden. Dieses Kategorisieren basiert zum einen darauf, dass wir oder auch alle anderen Security-Firmen skriptbasiert diese Server abfragen. Dazu müssen aber die Server erstmal online sein. Wenn Sie so einen zielgerichteten Angriff haben und ich werde das noch öfters erwähnen heute, je zielgerichteter der Angriff ist, desto weniger Chancen haben Sie, ihn zu erkennen, ist einfach so, dieser Server, wo zum Beispiel, bleiben wir beim Loki wieder mal, diese Keys drauf liegen. Dieser Server wurde erst dann scharf geschalten, wenn das allererste Mal eine solche Mail rausgeschickt wurde. Das heißt, wenn der Erste auf den Mail-Link klickt, wird dieser Server zum allerersten Mal im Internet adressiert. Das heißt, da ist hier noch keinem Webfilter drinnen, weil so schnell ist kein Kategorisierungsskript, dass er einen Server, der vor wenigen Minuten online gegangen ist, wenige Minuten später bereits im Kategoriefilter hat und bereits herausgefunden hat, dieser Server hostet Schadcode, wird also in die Kategorie malicious Website einsortiert und würde dann automatisiert geblockt werden. Das heißt also auch hier wieder, basiert das Ganze darauf, dass ein reaktives Verhalten eines Webfilters immer eine gewisse Verzögerung hat und diese Verzögerung wird hier ausgenutzt, indem man die Server erst zum Angriffszeitpunkt scharf schaltet und dann, wenn der Angriff sich über mehrere Tage oder Wochen hinzieht, wie es sich bei einem Loki auch getan hat, ich diesen Server in regelmäßigen Abständen auch umziehe. Das heißt, die URL, die da aufgerufen wird, der Link, der da aufgerufen wird, ändert sich. Teilweise täglich, teilweise sogar stündlich, um dieses reaktive Katz-und-Maus-Spiel eben ausstechen zu können. Das Gleiche geht dann eben der Schadcode. Der Schadcode, der runtergeladen wird, ich hatte es bereits erwähnt, ist nun mal eine sogenannte Zero-Day-Exploit. Das heißt, für die, die es noch nicht von Ihnen wissen, ein Zero-Day-Exploit ist eine Schwachstelle, die jemand in einer Software herausgefunden hat. Bei einem Standard-PC wird es meistens irgendwie über eine Microsoft Office-Schwachstelle gemacht, weil das hat jeder PC normalerweise drauf und Office-Schwachstellen gibt es wie Sand am Meer. Und die werden eben nicht, was die guten Security-Analysten machen, an Microsoft gemeldet, sondern die etwas nicht so guten Security-Analysten oder auch landläufig Hacker genannt, gehen hin und überlegen sich, wie sie diese Erkenntnis zu Geld machen können. Das heißt, ich weiß hier, ich habe hier einen Angriff, den ein IPS noch nicht kennt, weil ein IPS eben noch nicht weiß, dass diese Variable, wenn ich die zum Beispiel mit mehr Inhalt beschreibe, als das Feld lang ist, ich dann den sogenannten Buffer-Overflow erzeugen kann. Das heißt, auch ein IPS ist heutzutage ein sehr reaktives, sehr träges System. Träge jetzt nicht in Sachen von, es dauert Wochen und Monate. Bei den zielgerichteten Angriffen reden wir aber davon, dass wir in wenigen Minuten eine Reaktion brauchen. Und ein IPS
ist normalerweise nicht in der Lage, wenige Minuten nach Erkennen eines Exploits schon eine aktuelle Signatur zu haben. Das heißt also, auch hier würde das Ganze durchlaufen und diese beiden Pfeile von links nach rechts gehen dann noch diverseste Iterationen ein. Das heißt also, es gibt Schadsoftware, die nur ein Paket nachladen muss. Es gibt Schadsoftware, die lädt diverseste Pakete nach, teilweise über, je nachdem wie die Software ausgelegt ist, teilweise über Stunden und über Tage, weil je weniger sie pro Download an Schadsoftware übertragen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie eben nicht erkannt werden. Dass im normalen Webseitenverkehr, wenn Sie da irgendwo 3-4 Bits verstecken und Sie die hinterher wieder aussortieren, fällt das normalerweise keinen auf und nach einigen Stunden oder Tagen haben Sie dann doch alle Bits, die Sie brauchen, um ein Stück Software zum Leben zu erwecken. Und dann passiert normalerweise das, wofür solche zielgerichteten Angriffe normalerweise gedacht sind oder was das Ziel ist. Es geht nämlich darum, Ihren Rechner irgendwas zu klauen. Also Loki war das Thema, Ihr Rechner wurde irgendwann dann gesperrt und man hat Ihnen, und dann merkt man auch, dass das Ganze sehr gut gemacht war, hat Ihnen sogar angezeigt, welche Dateien von Ihrem Rechner verschlüsselt wurden. Das heißt also, es war eine sehr intelligente Software, die Ihnen sogar gezeigt hat und dann wussten Sie als User, das sind ja wirklich meine Daten und es wurde effektiv Geld erpresst. Das heißt, Sie sollten eine gewisse Anzahl an Bitcoins bezahlen, war auch eine schöne Anleitung dabei, wie man sich grundsätzlich so ein Bitcoin-Konto anlegt und wie man einen Tor-Browser installiert und hat dann mehr oder weniger Geld erpresst. Das ist die eine Sache. War aber das Thema, sobald Sie, hätten Sie einen Backup von Ihrem System gehabt oder viele Kunden haben ja Backups von Ihren Systemen, hätten Sie das System einfach platt gemacht, hätten das System neu installiert, haben natürlich IT-technisch Ausgaben, weil Arbeitszeit ist ja auch Geld, aber sie hätten nichts bezahlen müssen und sie hätten keinen Datenverlust gehabt. Viele andere Angriffe gehen aber eben dahin, dass ihr System erstmal so weiter funktioniert, wie immer. Es fällt überhaupt nicht auf, dass da irgendwie eine Schadsoftware im Hintergrund läuft. Das ist ja genau Ziel des Angriffs. Und entweder dieser Rechner benutzt wird, um sich weiter ins Netzwerk hineinzufressen, aber am Ende des Tages ist das Ziel normalerweise immer, irgendwelche Daten abzufangen. Sei es, wenn es eine Kreditkartenfirma ist, wobei wir reden dann immer davon, dass es ja Riesenfirmen sind, dass ich irgendwelche Kreditkartendaten abziehe. Aber auch bei kleineren Firmen, die Kundendaten haben, kann ich Kundendaten abziehen, kann ich Kontodaten abziehen, kann ich Patente abziehen, Baupläne abziehen. Bei Krankenhäusern ist es, sage ich mal, sehr, sehr naheliegend zu sagen, ich klaue einfach Patientendaten und erpresse hinterher über E-Mail, über echte Briefe, über Medien, dass Krankenhaus X einen gewissen Betrag Geld, um eben dann zu sagen, ich veröffentliche die Daten nicht. Oder eben in der produzierenden Wirtschaft, ich klaue irgendwelche Firmendaten. Das alles ist leider mit der Technologie, die heute eingesetzt wird, relativ gut möglich. Solange der Angreifer über ein gewisses Know-how verfügt und er keine Fehler macht. Wie gesagt, beim Loki haben wir es mittlerweile alle gesehen, aber eben auch einige Wochen vorher wurden einige Krankenhäuser in Deutschland ja angegriffen, sodass die mehrere Tage nur noch im Notbetrieb arbeiten konnten. Und in der produzierenden Wirtschaft ist es sehr, sehr häufig so, dass irgendwelche Firmengeheimnisse geklaut werden und dass immer erst dann gemerkt wird, wenn entweder ein Konkurrent komischerweise was hat, was ich nie veröffentlicht habe, oder weil es wirklich Erpressungsstreifen gibt. Warum ist das eigentlich so? Ich hatte das während der letzten Minuten schon ein Stück weit erwähnt. Das Thema ist, dass wir Stand heute oder ich sage jetzt mal Stand gestern eigentlich immer nur in Schwarz-Weiß oder in Rot-Grün gedacht haben bei der Security. Angefangen hat das Ganze vor 15, 20 Jahren, als die ersten Virenscanner rauskamen, dass man gesagt hat, ich kann definitiv sagen, was ist böse? Das sogenannte Known Bad. Das ist auch immer relativ einfach, weil ich finde irgendwo einen Virus, eine Schadsoftware, einen Wurm, wie auch immer man das heutzutage nennt,
Den finde ich, ich schreibe mir eine Signatur und dann weiß ich, wenn das Ding nochmal vorbeikommt, weiß ich, das ist böse. Das Ganze wurde dann immer ein Stückchen besser, deswegen geht auch mehr jetzt Orange über, dass ich nicht mehr exakt diese eine Datei finden muss, sondern ich eben über Heuristiken herausfinden kann, dass da eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit da ist für einen Schadcode. Und ich kann eben aufgrund von Reputationen feststellen, okay, dieser Mail-Server, dieser Web-Server hat die letzten 5 Tage nur Schadsoftware verbreitet. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt immer noch macht, ist einfach sehr, sehr hoch. Und dementsprechend kann ich dann eben auch mit Blacklists und so weiter arbeiten. Dann hat man vor ein paar Jahren angefangen zu sagen, okay, wir können doch aber auch den anderen Weg wählen und sagen, okay, wenn ich bei jemandem weiß, dass er definitiv sauber ist oder eine Installationsdatei irgendwie gekennzeichnet ist als vertrauenswürdig, dann kann ich die ja definitiv als grün kennzeichnen. Das Thema kennen Sie vor allen Dingen im Bereich Mailing. Da richtet man sich gerne Whitelists ein. Klassischer Fall macht normalerweise jeder User im Outlook, dass man sagt, diesen Sender zur Trusted Sender List hinzufügen. Dann heißt es, dass egal, auch wenn dieser Geschäftspartner mal eine Mail schreibt, die etwas, sage ich mal, nicht toll formatiert ist, würde es nicht als Spam erkannt werden, sondern würde immer durchgehen. Oder man hat eben dieses Thema positive Reputationsfilter aufgebaut, zu sagen, okay, gerade in Mail-Systemen schaue ich nach, hat ein Mail-Server so und so viele Millionen saubere Mails verschickt, dann vertraue ich dem ein bisschen mehr, als wenn jemand so und so viele Millionen schlechte Mails verschickt hat. Aber auch das ist wieder das Problem, Sie haben es an der Folie vorher gesehen, das mache ich mir auch als Angreifer zunutze, dass ich einen Server nehme, der eine sehr gute Reputation hat und dann schicke ich einfach mal 3, 4, 5 böse Mails, die fallen in den 2 Millionen guten Mails erstmal in der Reputation nicht auf. Das heißt, ein Reputationsfilter ist gut, man muss aber auch wissen, dass man ihn eben aufgrund der schieren Masse immer umgehen kann. Und das ist das Problem, was wir eben aktuell haben, dass dazwischen, Sie sehen es hier, ein gewisser Bereich bleibt. Es ist ein Graubereich, auch wenn die Farben jetzt hier nicht unbedingt grau hergeben. Das heißt, es ist ein Bereich, den kann ich weder als bekannt böse einstufen, noch kann ich ihn als bekannt gut einstufen. Stand heute, die Firmen, die jetzt keine Lösung haben, die ich Ihnen gleich präsentiere, für diesen Bereich, gehen normalerweise hin und sagen, wenn es nicht bekannt böse ist, dann schiebe ich es lieber auf die gute Seite. Weil, ich meine, Sie müssen auch noch irgendwie zu Ihrer Arbeit kommen. Und wenn Sie keine Mechanismen haben, das zu überprüfen, haben Sie einfach das Problem, Sie können nicht alles, was in diesem Graubereich ist, erstmal per se misstrauen und manuell dann herausfinden, ist es wirklich böse oder nicht. Das geht einfach aufgrund der Manpower nicht. Das heißt, man ist heutzutage hingegangen oder vor Jahren hingegangen und hat diesen Bereich automatisch auf die grüne Seite geschmissen. Und das ist der Bereich, wo eben das Thema Sandboxing ansetzt. Das heißt, die Technologie Sandboxing, jetzt in unserem Falle wäre es die FortiSandbox, geht hin und schließt praktisch diese Lücke zwischen einer reaktiven Sicherheit, sprich ich weiß, was ist böse, einer ja reaktiven ja Trust-Level, also ich weiß, diese Sachen sind alle sauber, diese Lücke wird geschlossen, praktisch das Unbekannte wird bei Ihnen lokal analysiert, um festzustellen, ist es eben bekannt gut oder ist es jetzt bekannt gut oder ist es nach der Analyse eben ja bekannt böse. Kommen wir kurz zu dem Bild nochmal zurück. Wo setzt jetzt die Sandbox an oder wo setzt, und jetzt ab jetzt reden wir über eine FortiSandbox, weil ab jetzt will ich Ihnen darlegen, wie wir als Fortinet diese Sandboxing-Technologie einsetzen. Wo setzt die an? Und unsere Sandbox setzt jetzt ganzheitlich an. Deswegen habe ich hier quer gemacht. Das heißt, ganzheitlich ist immer so ein schönes Marketingwort. Was es nicht ist, es ist nicht so ein weiteres Gerät auf diesem Stapel von Geräten, das Sie hier sehen, dass der Verkehr, sage ich mal, ganz am Anfang einmal durch eine Sandbox durchläuft und dann nie wieder. Und Sie haben einfach ein weiteres Gerät, was Sie sich irgendwo ins Dreck reinschrauben. Sondern es ist so, die Sandbox kann in alle diese Bereiche eingreifen, entweder Daten von den jeweiligen Funktionen bekommen zur Analyse
oder die Analyseergebnisse den anderen Komponenten zur Verfügung stellen. Das heißt also, das ist dieser ganzheitliche Einsatz, dass wir sagen, es ist eben, wie man leider, ich sage jetzt mal auf Neudeutsch immer so schön, so eine Point Solution. Das ist also nicht eine Lösung, die Sie einmalig einsetzen und gut ist, sondern das ist eine Lösung, die in diesen gesamten Datenverkehr immer wieder eingreift. Wie funktioniert dies nun? Kommen wir zum allerersten auf das Thema Mail. Mail, das heißt, heutzutage hat eigentlich jeder Kunde ein externes Mail-Gateway und dann intern einen Exchange-Service, Server, Lotus-Node-Server, was auch immer stehen. In diesem Falle jetzt das Zusammenspiel mit dem Mail-Security-Service oder Mail-Security-Server von Fortinet, die Fortimail-Appliance. Das heißt, die nimmt ihre E-Mail an, wie jeder externe E-Mail-Server ihre Mail annimmt und macht als allererstes das klassische Antivirus-Scanning, Anti-Spam-Scanning. Und nach diesen beiden Mechanismen ist ja Stand heute Ihre Mail als sauber definiert und würde weitergeleitet werden an Ihr internes Mail-Gateway. Und hier greifen wir ein, die Fortimail würde nach der Anti-Spam-Antivirus-Scanning die Datei oder die Mail weiterhin anhalten in der Queue, nimmt den Anhang und den Mail-Body. Weil der Text, der da drinnen ist, kann ja auch Links beinhalten, automatische Links. Bei grafischen Mails ist der Mailbody ja eigentlich eine HTML-Datei, schickt praktisch diese Dateien zur Sandbox. Und jetzt wird auf der Sandbox wirklich diese Datei aufgemacht. Das heißt, eine Sandbox ist ein Server, da laufen ganz viele virtuelle Systeme drauf und automatisiert, also da sitzt ja niemand davor, sondern automatisiert würde dieses PDF in einem Windows-virtuellen System aufgemacht werden. Es wird ein Doppelklick drauf gemacht und es laufen Prozesse, die überwachen, was macht denn dieses PDF. Und ganz klassisch, normalerweise ein PDF geht hin, macht den Adobe-Reader auf oder jeden anderen, macht praktisch ein Trägerprogramm auf, um das PDF anzuzeigen. Es legt eine temporäre Datei von dem eigentlichen PDF an und das war's. Ein PDF, ein gültiges, legales PDF geht normalerweise nicht hin und installiert im Hintergrund jetzt auf einmal einen Prozess, ruft eine Webseite auf, lädt da irgendwelche Sachen runter, startet Prozesse, löscht Prozesse, legt Registry Keys an. Das macht ein PDF nicht. Das heißt, wenn ein PDF das macht, wissen wir, das ist vielleicht ein PDF, das Ihnen auch was anzeigt, aber es ist mehr als ein PDF, sondern da ist ein Schadcode mit eingebettet. Und dann geben wir diese Rückmeldung an die Fortimail und die Fortimail würde dann hingehen, entweder, und das entscheiden Sie jetzt als Kunde, sagen, ich tue die Mail komplett in die Systemquarantäne schicken und informiere den User nur darüber, es wäre eine Mail an ihn gegangen, die wurde aber komplett geblockt aufgrund von Sicherheitseinstellungen, oder Sie nehmen den schadhaften Anhang von der Mail weg und schicken die restliche Mail weiter. Das entscheiden Sie, aber in beiden Fällen würde der Schadcode nicht an den User ausgeliefert werden. Das heißt, wenn so ein sogenannter Zero-Day-Schadcode über E-Mail reinkommt, haben Sie eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, also beinahe 100%, Sie werden das Wort 100% von keinem Security-Mann hören, dass hier nichts mehr durchgeht. Der Vorteil dann ist aber auch noch, und das sehen Sie auch gleich noch in dem Schaubild, jetzt hat die Fortimail erkannt, diese Datei ist bösartig. Das heißt, wenn eine Mail, eine zweite Mail reinkommt, die den gleichen Anhang hat, wird dieser Prozess nicht komplett neu durchlaufen, sondern die Fortimail speichert sich diese Erkenntnisse, würde sehen, okay, die Datei kenne ich schon, sie ist zwar noch kein bekannter Virus über den Virenscanner, aber meine Sandbox hat vor 5 Minuten gesagt, diese Datei ist böse, dann wird die jetzt immer noch böse sein. Sprich, ich blocke die Datei ein zweites Mal, ein drittes Mal, ein viertes Mal. Und ich teile allen anderen Fortinet-Geräten, die ich in meinem Netzwerk habe, Sie könnten ja mehrere Fortinet-Systeme haben oder auch noch andere Fortinet-Geräte, teile ich mit, diese Datei, wenn die bei euch vorbeikommt, diese Datei ist verdächtig, diese Datei ist böse, bitte blockier die mal. Jetzt zum Thema FortiGate. FortiGate ist unsere Firewall-Lösung.
Das heißt, alles, was Sie im Internet machen, neben dem reinen Mailing, ist ja das Thema von schadhaften Downloads der zweite Weg, wie solcher Schadcode normalerweise in Firmennetze reinkommt. Auch hier ist es so, die FortiGate ist ein Firewall-System. Das heißt, wenn Sie eine FortiGate einsetzen, läuft sämtlicher Internetverkehr durch diese Firewall durch. Das heißt, und das machen Sie vielleicht auch schon, Dateien, die eben heruntergeladen werden können, auf der FortiGate direkt am Gateway nach Viren gescannt werden, da ist eine Antiviren-Engine drauf, und können bekannte Viren, Würmer, Schadcode schon mal geblockt werden. Ist es dann so, dass diese heruntergeladene Datei eben im Virenscanner nicht anschlägt, können Sie hingehen und können sagen, schicke die Datei an die Sandbox. Die Sandbox macht dann nichts anderes, als sie von der Datei macht, die sie per Mail bekommt, weil für die Sandbox ist eine Datei und es ist ja eigentlich vollkommen egal, ob die über eine Mail übertragen wurde oder über HTTP oder FTP, analysiert die Datei und gibt die Rückmeldung an die FortiGate. Und auch hier wieder der Fall, hat vorher zum Beispiel eine FortiMail diese Datei schon mal gesehen, weil sie per Mail kam. Und kurz drauf klickt jemand auf einen Download und die gleiche Datei würde als Download durch die FortiGate durchgehen, muss das dann nicht mehr zu einer Sandbox geschickt werden, weil die Sandbox nicht nur der FortiMail die Rückmeldung gegeben hat, diese Datei ist böse, sondern allen anderen Fortinet-Geräten eben auch diese Info gegeben hat. Passt auf, wenn eine Datei, also genau diese Datei bei euch vorbeikommt, blockt die bitte mal, die ist schadhaft. Und das dritte Einfallstor, das Sie haben über das Internet, sind sogenannte Webportale, die Sie bereitstellen. Das muss nicht immer gleich der offizielle Internetauftritt der Firma sein, der in den meisten Fällen bei größeren Providern gehostet wird, aber immer mehr Kunden gehen hin, haben entweder an ihr SAP angeflanscht, ein sogenanntes Bewerbungsportal, dass ein externer Bewerber einfach eine Bewerbung als PDF hochladen kann. Wenn wir im öffentlichen Bereich sind, ist das Thema Bürgerportale, kommt immer mehr, dass man sagt, irgendwelche Bürgereingaben können elektronisch direkt auf ein Portal hochgeladen werden. Oder eben in der freien Wirtschaft auch oft, dass irgendwelche Zulieferer, Partnerfirmen, irgendwelche Lieferscheine, Orders, was auch immer, über ein Webportal hochladen. Also das ist etwas, wo Sie erstmal nicht wissen, was wird da genau hochgeladen. Das würde dann auf einer FortiWeb, einer sogenannten Web Application Firewall landen. Das sollten Sie im Einsatz haben, sofern Sie irgendwelche Webserver, Webportale öffentlich zugänglich haben. Und auch hier würde wieder für die hochgeladene Datei erstmal ein Virenscan durchgeführt werden. Und wenn dieser Virenscan eben nicht erfolgreich war oder keinen Virus gefunden hat, würde auch hier die Weiterleitung zur FortiSandbox erfolgen. Und auch hier, ich wiederhole mich gerne, natürlich, wenn diese Datei auf einem der anderen Geräte vorher schon analysiert wurde, wüsste auch hier schon die FortiWeb Bescheid und müsste eben diese Datei nicht mehr zur Analyse schicken. Das heißt, diese Integration ist hauptsächlich dafür da, um Ihnen Zeit zu sparen. Weil wenn Sie eine Datei analysieren, es dauert nun mal eine gewisse Zeit und wenn es eine dieselbe Datei ist und das Ganze wird über Hashwerte gemacht und ein Hashwert einer Datei ist nun mal eindeutig, wenn ich eine Datei einmal analysiert habe, wird die nicht besser, wenn ich sie ein zweites Mal analysiere. Das heißt, unser Ansatz ist immer dahingehend zu sagen, wir wollen Ihnen die bestmögliche Performance bieten und das können wir nur, indem wir unnötige Prozesse abschaffen, indem wir sagen, eine Datei wird einmal analysiert und dann nie wieder. Weil, solange es die gleiche Datei bleibt, wird es auch der gleiche Inhalt sein. Und so habe ich das nochmal zusammengefasst, den Ablauf. Das heißt, Sie haben auf der linken Seite die drei möglichen Eingangstore über das Internet. Entweder über einen aktiven Upload auf einen Webserver, der würde erstmal über eine FortiWeb laufen, eine E-Mail, FortiMail oder grundsätzlich eingehender Internetverkehr, der würde über eine FortiGate laufen. Und wir haben oben in der Mitte unsere Sandbox. Jetzt haben wir einen Punkt noch vergessen, oder heißt, haben wir nicht vergessen, aber den erwähne ich jetzt.
Was ja immer noch eine große Gefahr ist, ist das Thema lokale Datenträger. Das heißt, der Klassiker, jemand bringt einen privaten USB-Stick mit, steckt den am PC an, umgeht damit sämtliche Gateway-Security und sie haben rein und ausschließlich den lokalen Virenscanner auf ihrem Rechner, der hoffentlich aktuell genug ist, um zumindest die Dateien auf dem USB-Stick zu scannen. Es gab mal Ansätze vor 3-4 Jahren, mit Softwarelösungen die USB-Ports zu beschränken. Mein Gefühl ist, dass es bis jetzt noch extrem wenige Firmen gibt, die das so extrem reduzieren konnten, dass sie wirklich sagen, da ist eine echte Steigerung des Schutzes erfolgt, weil aufgrund von so vielen Geräten, die man heutzutage braucht, irgendwelche Smartphones, eine Marketingabteilung braucht immer eine Digitalkamera und so weiter, habe ich so viele Ausnahmen in dieser Port Security, dass man eigentlich nicht mehr davon reden kann, dass das eine echte Security ist. Ich mache es dem Anwender etwas schwieriger, aber wenn ein Anwender wirklich will, kriegt er normalerweise bei den meisten Firmen trotzdem irgendwie was lokal angeschlossen. Aber wir wollen es trotzdem nicht außer Beacht lassen. Das heißt, wie funktioniert das Ganze? Wenn eines dieser vier Komponenten eine Datei erkennt und der Virenscanner diese nicht als sauber deklariert, würde diese Datei an die Sandbox geschickt werden. Die Sandbox analysiert die Datei, egal aus welchem Gerät die kommt, analysiert sie immer gleichwertig und schickt dann das Analyseergebnis zunächst an das jeweilige Gerät zurück, welches die Datei hochgeladen hat. Wenige Sekunden später wird aber an alle Geräte, die die Fortis kennt. Und das muss nur eine IP-Kommunikation sein. Das heißt, die Geräte können an abgesetzten Außenstandorten an anderen Gebäuden stehen. Sie müssen nur über IP mit der Fortis Sandbox kommunizieren können. Überträgt die Fortis Sandbox sogenannte ThreatDB-Updates. Das sind zwei Dateien. In der einen Datei stehen die Hash-Werte von allen Dateien drinnen, die als schadhaft herausgefunden wurden. Aber, und wenn wir jetzt auf dieses Thema zurückkommen, dass Code nachgeladen werden soll, werden ja da auch URLs, also Serveradressen aufgerufen. Die FortiSandbox bei der Analyse findet auch heraus, auf welche Webserver greift denn die initiale Schadsoftware zu, um dann noch Schadcode nachzuladen. Und alle diese Seiten oder diese Adressen, auf die die Schadsoftware zugreift, werden in eine zweite Datei zusammengefasst. Und diese zweite Datei wird automatisch dann auf den Systemen, hauptsächlich auf der FortiGate und auf dem FortiClient, in die Webfilterliste eingetragen. Das müsst ihr nicht manuell machen, das wird automatisch gemacht. Das soll also bedeuten, wenn Sie einen Schadsoftware hatten, bleiben wir mal bei einer PDF-Datei. Und diese PDF-Datei hat im Hintergrund einen Server aufgerufen und hat die eigentliche Schadsoftware runtergeladen. Wenn jemand durch wildes Browsen im Internet, und Sie wissen selbst, wenn Sie irgendwas suchen, kommen Sie von einer Seite auf die andere und klicken auf den Link. Wenn Sie dann irgendwann auf einen Link klicken würden, der genau auch zu diesem Server führt, wo auch diese Schadsoftware runtergeladen wird, würde Ihre FortiGate im Webfilter das gar nicht zulassen. Das heißt, er würde erkennen, diese Adresse kenne ich doch als schadhaft und würde den Zugriff automatisch blocken. Das heißt also auch hier wieder, das meinte ich vorhin mit dem ganzheitlichen System, obwohl es ein Angriff war, der über eine Mail mit einem Anhang reinkam, würde ein Websurf-Verhalten eines Users, wenn er auf irgendeine schadhafte Seite geht, die wir über diesen Weg rausgefunden haben, auch vollkommen unterbunden werden. Und dann haben wir eben noch die Möglichkeit, wenn wir herausgefunden haben, dass ein Rechner einen gewissen Schadcode bekommen hat, beziehungsweise über den FortiClient, also über den USB-Stick bekommen hat, haben wir eben die Möglichkeit, an der FortiGate zu sagen, sämtliche Verbindungen von diesem Rechner in die weite Welt, muss ja durch die Firewall durchgehen, wird erstmal vorsorglich geblockt. Also dieses Thema, den Schaden zu verhindern, nämlich hinzugehen,
den Datenabfluss erstmal zu stoppen. Das heißt, der Rechner ist vielleicht dann immer noch infiziert, ich muss ihn vom Netz nehmen, ich muss ihn analysieren, aber ich kann automatisch, sobald ich merke, die Schadsoftware ist auf diesen Rechner gelangt, die Schotten dicht machen und es kann nichts mehr nachgeladen werden. Also mit viel Glück habe ich die Schadsoftware noch gar nicht aktiv. Und wenn die Schadsoftware aktiv ist, habe ich eben dann auch noch die Möglichkeit, zu sagen, den Datenabfluss einfach zu stoppen. So sieht jetzt mal logisch gesehen innerhalb unserer Sandbox aus. Da werden wir auch oft gefragt, was macht denn diese ominöse Sandbox? Da ist kein Feenstaub drin und da ist auch keine Glaskugel oben drauf, sondern das sind 5 Stufen, die durchlaufen werden. Zum einen durchläuft jede Datei nochmal einen erweiterten Antivirenscan. Jetzt sagt jeder, warum denn nochmal? Gerade wenn Sie das Ganze auf der FortiGate, auf der Firewall machen. Eine Firewall ist optimiert dafür, Dateien im Vorbeifliegen zu analysieren, weil man will ja den Download trotzdem mit einer vernünftigen Geschwindigkeit haben, aber trotzdem gegen Viren zu scannen. Das klappt sehr gut. Nichtsdestotrotz kann man natürlich noch viel tiefer reingehen, wenn man die Datei wirklich auf einer Festplatte ablegt und dann mit sämtlicher CPU-Power, die man hat, nochmal auf die Datei, sage ich mal, einhämmert, in ihre Bruchstücke zerlegt und schaut, ob da Bruchstücke von Schadcode drinnen ist. Das heißt, das machen wir immer nochmal vorher, weil das ist eine Möglichkeit, die sehr, sehr schnell geht und die immer noch einen gewissen Prozentsatz findet, vor allem deswegen, weil es ja vielleicht sein kann, dass ihr Virenscanner am Gateway vielleicht nicht ganz up-to-date ist, vielleicht ein paar Stunden hinterher hängt. Was wir dann machen, das ist eine Option, können Sie anschalten, müssen Sie aber nicht, dass wir hingehen, wie einen Hashwert über diese Datei bilden und diesen Hashwert in die Cloud schicken. Also ganz wichtig zum Verständnis, da reagieren deutsche Kunden immer sehr empfindlich, was ich verstehen kann, dass man hingeht, und schickt den Hashwert der Datei in die Cloud, also nicht die Datei selbst, und schaut nach, ob diese Datei in den letzten Minuten bei einem anderen Fortinet-Kunden schon analysiert wurde. Wenn ja, können Sie das Analyseergebnis nutzen und wenn die gleiche Datei beim anderen Kunden als schadhaft gekennzeichnet wurde, wird sie bei Ihnen auch schadhaft sein. Wenn auch das zu nichts geführt hat, sprich nach diesen beiden Sachen ist die Datei immer noch unbekannt, also nicht bekannt böse, sondern unbekannt, dann gehen wir hin und machen erstmal die Datei auf und laufen mit diversesten Code-Emulatoren darüber. Jetzt bin ich kein Programmierer, einige von Ihnen sind sicherlich besser im Programmieren als ich, aber ist jetzt mal, um es verbildlich zu erklären. Wenn das eine Datei ist, dann mache ich die auf mit diversesten Editoren, Hex-Editor, Binär-Editor, was auch immer. Machen wir das Einfachste, das ist eine Datei, das ist eine Programmiersprache, die im Klartext ist, eine Windows-Batch-Datei. Die mache ich auf und dann durchsuche ich diese Datei nach Befehlen. Und wenn jetzt da ein Befehl drin ist, der irgendwie Delete Sternpunkt Stern heißt oder Format C, dann muss ich diese Datei nicht erst ausführen, um zu wissen, dass das nicht gut enden wird, sondern dann weiß ich aufgrund der Befehle, die da drinnen sind, das sind Befehle, die an einem System einen Schaden hervorrufen. Und dann kann ich die Datei, ohne dass ich sie lang ausführen muss, schon als verdächtig kennzeichnen. Mit der Code-Emulation kriegen wir relativ viel Schadcode schon herausgefiltert, ohne dass wir ihn wirklich ausführen müssen. Aber auch hier, wie gesagt, die Programmierer unter Ihnen wissen, kann ich Code-Stücke mit so vielen Füllbits so verschleiern, dass ich sie irgendwann nicht mehr erkennen kann, sie aber weiterhin trotzdem noch aktiv sind. Das heißt, wenn die Code-Emulation auch kein Ergebnis bringt, dann gehe ich wirklich hin und die Datei wird in einem virtuellen System ausgeführt. Das heißt, da wird ein virtueller Doppelklick drauf gemacht und dann wird beobachtet, was macht die Datei alles. Und wir wissen, was eine Datei von dem Typ XY per Default macht, bleiben wir erstmal beim PDF, da wissen wir, was die per Default macht. Und alles andere wirkt erstmal als verdächtig. Und wir geben dann eben noch sogenannte Risikostufen an. Soll bedeuten, wenn ein PDF
ich sage jetzt mal, nur noch eine weitere Datei aus dem Internet runterlädt und die einfach ablegt und mit der Datei nichts macht, dann ist das verdächtig, aber vom Level her ja leicht verdächtig. Wenn dieses PDF aber hingeht, eine Datei runterlädt, diese Datei startet und diese Datei fängt an, wild irgendwelche Registry-Keys zu verändern, dann ist das hochgradig verdächtig. Das heißt, hier haben wir auch noch eine Abstufung drinnen, zu sagen, macht eine Datei was, was ungewöhnlich ist, was aber vielleicht im Einzelfalle durch, sage ich mal, eine schlechte Programmierung noch gewollt sein kann, oder ist das was, was zum sofortigen Tod, kursiv geschrieben, des Systems führen wird. Und der letzte Schritt ist in Kombination mit dem vorletzten Schritt zu sehen, gehen wir natürlich hin und monitoren auch sämtliche Verbindungen nach extern, die diese Datei versucht aufzubauen, und wir lassen sie auch die aufbauen, um jetzt mal herauszufinden, wird da noch was nachgeladen, auf welche Systeme wir zugreifen, um eben dann auch möglichst viel Analyse zu haben, um dann später auch diese Filter schärfen zu können. Weil wenn ich eben dann weiß, er will auf diesen Server zugreifen, dann kann ich ja bei Ihnen alle Firewalls dementsprechend automatisch aktualisieren und sagen, blocke mal den Zugriff auf diese Server. Das heißt, das ist bei uns diese fünfstufige Firewall-Architektur, um eben hinzugehen und zu sagen, ich mache das, was am schnellsten geht am Anfang. Und das Ziel des Ganzen ist einfach, möglichst viel, möglichst schnell zu machen. Und eben eine Code-Analyse ist immer schneller, als den Code auszuführen. So, jetzt habe ich viel gesprochen. Jetzt einfach mal zwei Testberichte. Die Präsentation bekommen Sie dann auch von der Firma Danes im Nachgang bereitgestellt. Sandboxing ist im Bereich Security mittlerweile absolut ausgereift, nichtsdestotrotz im Vergleich zu Firewalling, Antivirus und so weiter relativ neu noch. Es gibt die ungefähr 2,5-3 Jahre auf dem Markt. Dementsprechend gibt es auch jetzt schon 2 Testergebnisse, sprich einmal aus dem Jahre 2014, einmal aus dem Jahre 2015. Der Test aus 2016 ist aktuell noch am Laufen. Die werden immer so irgendwann Mitte des Jahres veröffentlicht, die Tests für die Sandbox-Systeme. Und da hat die Firma, die NSS Group, die NSS Group, vielleicht, wer es noch nicht gehört hat, ein bisschen gleich zu bedeuten mit dem Warentest der IT-Industrie. Das heißt, der Testzyklus ist offengelegt. Die kaufen sich die Boxen und testen sie ohne Mithilfe der Firmen. Das heißt, wir geben dann eine Box ab, beziehungsweise wir verkaufen denen eine Box. Die legen Wert darauf, dass die Boxen gekauft werden. Und die testen sie dann und hinterher bekommen wir das Ergebnis mitgeteilt. Das heißt also, wir können da auch nicht irgendwie das Ganze beeinflussen. Und Sie sehen hier, wir sind beides mal in dem Bereich, dass wir überdurchschnittlich gut sind. Das ist eben diese rote Average-Linie. Genauer möchte ich nicht darauf eingehen. Wenn Sie dazu noch Fragen haben, gerne im Nachgang. Ich wollte es erwähnen, dass es auch für diese sehr, sehr neue Technologie bereits 2 Testergebnisse gibt. Und wichtig ist für mich immer zu sagen, ich habe als Firma nicht nur einmal ein gutes Ergebnis erzielt, was vielleicht bei vielen dann negativ gesehen als Glückssache gesagt wird, sondern wenn ich 2 darauffolgende Jahre ein ähnlich gutes Testergebnis habe, wir gehen auch davon aus, dass wir jetzt im dritten Jahr 2016 wieder ein überdurchschnittlich gutes Ergebnis erreichen werden. Jetzt kommen wir noch kurz auf die Möglichkeiten, wie Sie so eine Sandbox einbinden können. Die von uns präferierte und die für den Schutzbedarf beste Möglichkeit ist natürlich immer die Integration in FortiGate-Produkte. Das heißt also in die FortiGate, also in die Firewall von Fortinet, in die FortiMail, in ein Mail-System oder in die FortiWeb. Weil dann habe ich die Möglichkeit, wie erwähnt, wirklich die Datei aktiv anzuhalten, die Datei zu analysieren und die Ergebnisse auch unterhalb der Systeme gegenseitig mitzuteilen. Habe ich die Möglichkeit nicht, habe ich also noch kein Fortinet-Gerät und es ist in diesem Projekt Sandboxing nicht möglich, ein Fortinet-Gerät mit einzubinden, kann ich die FortiSandbox inline oder im sogenannten Span-Modus betreiben. Das heißt, entweder ich nehme das Kabel, das praktisch aus der Firewall Richtung intern geht, was ja landläufig als
sauber bezeichnet wird und führe das nochmal durch die Sandbox durch oder ich spiegle mir den Port am Switch raus und führe nur praktisch eine Kopie des Verkehrs auf die Sandbox. Dann wird die Datei analysiert, exakt genauso, wie sie auch im integrativen Fall analysiert wird. Sprich, die Analysegüte ist exakt die gleiche. Der einzige Unterschied ist, dass in dem Falle die Sandbox eine reine Alarmanlage ist. Sie kann nicht aktiv eingreifen, weil sie keinen Fortinet-Mail-Server im Einsatz haben, können wir die Mail ja nicht anhalten. Das heißt, wir würden sehen, da ist eine Mail vorbeigeflogen und der Anhang ist böse. Und wir schicken ihm dann SNMP-Trip, eine Mail, eine SMS, was auch immer. Aber die Mail ging durch, weil wir nicht aktiv am Verkehr teilnehmen. Das heißt also, das wäre dann eine reine Alarmanlage. Natürlich immer noch deutlich besser als gar nicht, weil, wie am Anfang schon erwähnt, solche Angriffe sind normalerweise nicht in wenigen Sekunden zu Ende, sondern solche Angriffe, gerade wenn es um ja, Datenabschöpfen geht, dauert doch eine gewisse Zeit. Und wenn ich das nach wenigen Minuten rausfinde, kann ich normalerweise den Großteil immer noch blocken und oft hat das Abschöpfen von Daten noch gar nicht begonnen. Und der dritte Fall ist, das können Sie sowohl als auch einsetzen, also entweder wenn die Sandbox integriert ist in eine FortiGate, FortiMail, FortiWeb oder auch wenn sie als Standalone läuft, kann ich immer entweder über eine API, aber auch über einen Web-Frontend, eine kleine Webseite, Dateien manuell zur Sandbox hochladen. Das würde also bedeuten, Sie bekommen irgendwie einen USB-Stick oder Sie bekommen eine Datei per E-Mail geschickt und die schaut verdächtig aus und dann, bevor Sie draufklicken, gehen Sie in den Webbrowser, loggen sich auf die Sandbox ein, laden die Datei hoch, die wird dort analysiert, Sie bekommen ein Ergebnis zurück und wenn das Ergebnis ist, dass die Datei schadhaft ist, gehen Sie hin, löschen die Datei und füllen Sie die nicht aus. Das heißt, diese Möglichkeit haben Sie immer und auch da haben wir schon Kunden, die das Ganze über eine API ganz nett gelöst haben, dass eben irgendwelche Servicetechniker, die Updates für Heizungsanlagen oder sonstige Dinge einspielen wollen, diese Update-Dateien erstmal zu einer Sandbox hochladen müssen, bevor die freigegeben werden. Und kommen wir nun dazu, wie das Ganze denn eben aussieht, sprich wie Sie das erwerben können. Wir haben zum einen ganz links die Möglichkeit, einen Cloud-Dienst zu nutzen. Da sage ich normalerweise immer relativ wenig dazu, weil, und das ist Fakt bei jeder Cloud-Lösung, diese Server sind weltweit verteilt. Wir haben natürlich auch Server innerhalb der Europäischen Union stehen. Nichtsdestotrotz können wir nicht gewährleisten, dass die Dateien und zur Analyse müssen Sie ja die echte Datei hochladen, innerhalb der EU bleiben und dann müssen Sie immer für sich entscheiden, ob der Datenschutz bei Ihnen das zulässt oder nicht. Ansonsten kommen wir auf den rechten Teil der Tabelle, haben wir eben zwei Appliance-Größen, einmal eine 1000-Dora, einmal eine 3000-Dora. Sie sehen unten die Anzahl der virtuellen Instanzen, die da drauf laufen. Das heißt, einmal laufen 8 virtuelle Instanzen parallel und einmal 28. Sie können die Appliances in jeder beliebigen Kombination als Cluster bzw. als Load Balancing betreiben. Das soll bedeuten, reicht Ihnen eine 1000 Dora nicht mehr aus, weil Sie merken, Sie haben immer deutlich mehr Dateien, die analysiert werden müssen. Dann nehmen Sie eine zweite 1000 Dora, stellen die dazu und werden dann über einen internen Load Balancer, Sie brauchen also keinen extra Load Balancer, werden dann praktisch die Dateien auf die beiden Systeme aufgeteilt. Das Gleiche gilt natürlich auch für die 3000. Sie können das Ganze auch wild kombinieren. Wenn Sie eine 3000er haben und sagen, die reicht mir fast, aber so ein bisschen ist sie überlastet, dann stellen Sie noch eine 1000 daneben hin. Also das ist eine freie Kombinationsmöglichkeit. Und Sie haben eben die Möglichkeit, das Ganze auf einem eigenen Hypervisor aufzusetzen. Das ist bei Kunden dann beliebt, wenn sie sagt, ich gehe eigentlich gerade den Trend weg von Appliances, sondern zu alles auf virtuellen Maschinen laufen lassen. Und möchte dann das Ganze auch auf einer VM laufen lassen. Das ist, Sandboxing braucht sehr, sehr viel Performance. Das ist jetzt nicht so, dass Sie da irgendwie einen alten VMware-Server, den Sie noch irgendwo im Eck stehen haben, benutzen können dafür,
sondern da brauchen sie schon richtig Power drunter. Das heißt, wir reden hier nicht davon, dass die WM unbedingt kostengünstiger ist, sondern wir reden davon, dass sie flexibler flüssig ist. Also Sie sehen schon, Sie können mit 4 virtuellen Instanzen in parallel anfangen und können die dann 4er-weise nach oben skalieren. Und Sie können halt auch, wenn Sie sagen, ich brauche 12 virtuelle Instanzen, können Sie das auf einer VM abbilden. Mit Appliances müssen Sie sich immer an die festen Schritte halten. Das heißt, das sind die Unterschiede. Noch wichtig zu erwähnen ist, die Lizenzierung ist mehr als einfach. Das heißt, Sie kaufen die Box und Sie kaufen einen Support für die Box dazu. Es ist der Box vollkommen egal, ob Sie da eine FortiGate anbinden oder ob Sie dann eine FortiMail anbinden oder ob Sie da 5 FortiMails anbinden und dann auf einer FortiMail, ob Sie da 20 Mail-User drüber laufen haben oder 200 Mail-User drüber laufen haben. Es ist ähnlich, wie Sie es von anderen FortiGate-Produkten hoffentlich schon kennen, eine sehr flache Lizenzierung. Sie lizenzieren die Box mit einer gewissen Leistung und wie Sie die Leistung ausnutzen, ist Ihnen vollkommen überlassen. Das heißt, vollkommen nutzungs- und userunabhängige Lizenzierung. Das war auch schon die letzte Folie. Ich würde jetzt bitten, dass der Kollege von der Danes vielleicht noch die Mikrofone aufmacht und dann für mögliche Fragen. Ich habe jetzt auch während der Präsentation nicht den Chat verfolgt, ob da schon Fragen aufgekommen sind. Ansonsten können wir jetzt die Frage-Antwort-Runde starten. Okay. Dann erstmal recht herzlichen Dank, Herr Barthel, für die schöne Präsentation. Ich hoffe, alle Hörer und Teilnehmer konnten dem soweit folgen. Nach dem, was ich hier sehen kann, waren die meisten auch ziemlich aufmerksam dabei und haben dem auch zugehört. Von den ersten Fragen, wenn wir durchgehen, wir haben aktuell 3 offene Fragen in der Fragenbox. Zu Beginn war die Frage, ob die aktuelle Fortinet den Loki erkennen würde. Ich gehe davon aus, hier geht es einmal darum, ob Fortinet das erkennt, aber vielleicht auch, ob eine FortiGate bereits alleine ein Loki-Virus erkennen kann. Wie ist das, Herr Barthel? Ja und nein. Warum sage ich ja und nein? Loki macht relativ viele Mutationen durch. Der Klassiker, der Anhang der E-Mail, wurde schon wenige Tage danach erkannt. Zum einen wurde die Datei erkannt, zum anderen wurden die Server erkannt, wo Sachen nachgeladen werden sollen. Diese Server ändern sich hier aber auch ständig, aber es wurde auch hauptsächlich erkannt, dieser Verkehr, weil die Anfrage, also sprich, was ich vorhin erwähnt hatte, ich brauche den Verschlüsselungsschlüssel, diese Anfrage wurde dekodiert, sprich, die würde einen Webfilter erkennen. Es gibt jetzt eine neue Art von Loki, die über eine Webseite sich zusammenbaut, wo Sie also auch nicht mal einen aktiven Download, also dass Sie irgendwo draufklicken müssen und sagen, ich möchte die Datei downloaden, sondern wo Sie einfach über infizierte Webseiten durch das reine Anschauen der Webseite im Hintergrund Dateien heruntergeladen werden und die irgendwann zusammenhängend den Loki ergeben. Auch hier teilweise wird erkannt, ich will es am Loki jetzt nicht mal festmachen, sondern grundsätzlich ist es einfach so, die Schadsoftware heutzutage ist ein Katz-und-Maus-Spiel. Sobald bekannte Technologien verwendet werden, ist es immer relativ schnell reaktiv erkennbar. Sobald das Ganze aber so umprogrammiert wird oder eine andere Schwachstelle ausgenutzt wird, die noch nicht erkannt ist, würde es auch vorbeigehen. Das heißt, pauschal zu sagen, Loki wird jetzt erkannt, ich würde sagen, den Loki, den man Loki genannt hat, wird erkannt. Man tut heutzutage ja aber leider sämtliche Mutationen von dieser Art von Schadsoftware einfach nur Loki nennen. Und da würde ich pauschal jetzt nicht sagen, nein. Würde ich jetzt pauschal nicht sagen, ja, die werden von den reaktiven Systemen erkannt. Okay, hat man klar rausgehört. Dafür ist der zu variabel derzeit noch auf jeden Fall. Dann eine weitere Frage vom Herrn Neubauer. Kann die FortiGate auch ohne Sandbox eingehende E-Mails überprüfen, wenn diese zum Beispiel von einem E-Mail-Server aus dem Internet geschickt werden? Also eine FortiGate kann grundsätzlich E-Mails selbst nur indirekt
analysieren. Das Thema ist folgendes. Also ich gehe davon aus, der Kollege hat eine FortiGate im Einsatz. Es ist grundsätzlich so, dass wir auf der FortiGate ja die Möglichkeit haben, Dateianhänge nach Viren zu scannen. Und wenn die Verbindung zwischen zwei Webservern, also wenn ihr interner Webserver, der hinter der FortiGate steht, mit dem externen Mail-Server unverschlüsselt kommuniziert, ist natürlich SMTP, ist ein relativ simples Protokoll, dann kann ich die Anhänge, die da vorbeilaufen, scannen auf der FortiGate und könnte Viren erkennen. Nichtsdestotrotz habe ich ja das Problem, ich kann die Datei nicht löschen, weil ich ja kein MTA bin. Um eine Mail wirklich zu löschen, muss ich ja hingehen, muss die Mail annehmen oder ich muss sie aktiv rejecten. Das heißt, diese Kombination Mail und FortiGate ist, was die Security angeht, sowieso nicht optimal. Aber wenn Ihre FortiGate die Mail unverschlüsselt sieht und die Datei dementsprechend vom AV-Scanner analysiert werden kann, könnte der AV-Scanner auch das Ganze an die Sandbox weiterschicken. Nur, wie gesagt, die FortiGate hält die Mail nicht an. Das heißt, die Mail würde trotzdem zugestellt werden und ich würde im Nachhinein von der Sandbox die Info bekommen, die Mail war oder der Anhang war infiziert. Jetzt weiß ich nicht, ob das genau die Frage beantwortet hat. Würde ich sagen, kann der Herr Neubauer gerne nochmal auf uns zukommen bei Gelegenheit. Ob es in dem Fall die richtige Antwort war oder ob es hier eventuell nochmal Nachholbedarf gibt. Ansonsten, wir haben noch eine dritte Frage vom Herrn Meier bekommen. Die Frage ist, ist es möglich, die FortiSandbox an ein Third-Party-E-Mail-System einzusetzen oder ist eine FortiMail als Mail-Gateway zwingend erforderlich? Also um es einfach zu haben, ist eine FortiMail zwingend erforderlich. Es gibt zwei Möglichkeiten. Zum einen ist es so, dass die Forti, also grundsätzlich wir als Fortinet, setzen sehr, sehr stark darauf, dass alle unsere Produkte über eine offene API adressierbar sind. Das heißt, man kann an eine FortiSandbox über die API, also über eine Programmierschnittstelle, Dateien hinschicken und dementsprechend die Analyseergebnisse auch abfragen. Das heißt, wenn jemand gut im Programmieren ist, könnte man dem externen Mail-Gateway oder dem Third-Party-Mail-Gateway sagen, halte die Mail an, ich nehme den Anhang und schicke ihn über einen API-Call zur FortiSandbox und die FortiSandbox analysiert die Datei und die API fragt das Ergebnis wieder ab und der Third-Party-Mail-Server würde dann aufgrund des Ergebnisses die Mail eben in Quarantäne stecken oder nicht. Es gibt aber keine direkte Schnittstelle, weil sich die Hersteller, muss man auch sagen, von Sandboxing-Systemen Stand heute noch nicht darauf verständigt haben, da irgendeine Schnittstelle zu bauen. Ich persönlich glaube auch nicht, dass es die geben wird, weil die Ansätze unterschiedlich sind. Wie Sie ja gesehen haben, wir haben die Möglichkeit als Security-Anbieter, der nicht nur eine Firewall, sondern auch einen Mail-Server und eine Web-Application-Firewall anbietet, die Ergebnisse einer Sandbox anders zu verteilen als ein Hersteller, der nur eine Sandbox anbietet, aber keine Firewall anbietet. Oder ein Firewall-Hersteller, der keine Sandbox anbietet. Dementsprechend ist da immer die Sache bei Third Party, wir haben in Deutschland zwei Kunden, die haben sich über die API eine Lösung geschaffen. Bei den meisten Kunden ist es so, dass wir eher hingehen und sagen, wenn sie sagen, sie wollen ihr bestehendes Mail-Gateway lassen, was ich vollkommen verstehen kann, zum einen, weil sie damit zufrieden sind, zum anderen, weil sie da, je nachdem wie groß die Firma ist, ein diverses Regelwerk drauf haben mit Mail-Weiterleitung, Spam, White-Blacklist und so weiter, dass man eine kleine FortiMail, die gibt es auch als virtuelle Instanz, dahinter schaltet oder davor schaltet, weil Mail ist ein Protokoll, was ja ohne Probleme einen weiteren MTA verkraftet, das merkt der Enduser nicht, und diese FortiMail nichts anderes macht, als die Mail kurz anhalten, zur Sandbox schicken, wenn sie zurückkommt, weiterleiten. Das heißt also, ich brauche darauf keinen Antivirus-Service, ich brauche darauf keinen Anti-Spam-Service. Und dann ist es im Gesamtpaket normalerweise von der finanziellen Seite her immer noch sehr, sehr attraktiv. Das heißt also,
falls die Angst dahin geht, ich brauche einen weiteren Mail-Server und der kostet mich ja auch wieder Geld. Die Angst können wir nehmen, da kriegen wir immer eine intelligente Lösung hin. Technisch ist es bei Mail aus meiner Sicht eigentlich auch kein Problem, einen weiteren MTA einzubauen. Wenn man es architektonisch trotzdem nicht will, dann müsste man über die API arbeiten. Okay, super dafür. Ja, der Meier hat auch schon recht herzlichen Dank gesagt. Dann zwischendrin eine recht direkte Frage von Herrn Stolle. Welches Gerät benötigen wir für die Nutzung von 300 E-Mail-Postfächern? Wie hoch sind die Kosten hierfür? Wollen Sie kurz was dazu sagen, Herr Bartel? Ansonsten kann ich von unserer Seite der Datenseite auch was dazu sagen. Ich sage kurz was dazu zu den Kosten, sage ich grundsätzlich nichts. Dafür haben wir die Partner, wie jetzt in diesem Falle die Firma Danes, weil, wie Sie alle wissen, wie alle Hersteller auch, wir verkaufen nie direkt an Sie, sondern Sie gehen über Systemhäuser, in dem Falle über die Firma Danes. Die Anzahl der Mailboxen ist relativ uninteressant, um offen zu sein, weil es geht ja um die Anzahl der Dateien, beziehungsweise um die Anzahl der Mails. Weil ob Sie jetzt 300 User haben, die jeden Tag aber nur eine Mail bekommen, oder ob Sie 30 User haben, die 10 Mails bekommen, es sind 300 Mails pro Tag. Wichtig wäre hier für die Bemessungsgrundlage, das ist bei Mail relativ einfach, weil Sie werden ja dann heute schon eine Mail-Security-Lösung haben. Die Statistiken, die praktisch besagen, wie viele Mails kommen bei Ihnen hinten als sauber raus. Weil alles das, was Ihr bestehender Anti-Spam und Antivirus ja eh schon weglöscht, würden wir nicht zur Sandbox schicken. Das heißt, wir müssten wissen, wie viele Mails kommen bei Ihnen pro Stunde hinten raus, die einen Anhang haben. Und dann können wir das Sizing vornehmen, ob es eine 1000D ist, ob es eine 3000D ist. Und dann noch dazu, zum einen, dass hinten rauskommt, und dann muss man sich auch überlegen, ich sage jetzt mal, welche Qualitätsgüte möchte man haben. Das Thema ist einfach das, angenommen, alle virtuellen Instanzen, zum Beispiel jetzt bei der 1000D, können 8 Dateien zu exakt dem gleichen Augenblick analysiert werden. Wir reden ja hier von Sekunden nur. Jetzt muss man sich überlegen, wenn ich jetzt, sage ich mal, 16 Dateien zeitgleich zur Analyse schicke, dann würden 8 Dateien sofort analysiert werden und 8 Dateien stehen praktisch Schlange. Wenn man sich das bildlich vorstellt, steht hinter jeder virtuellen Sandbox steht eine Mail an und wartet darauf, dass die frei wird. Das ist was, wo ich sagen kann, okay, da warte ich vielleicht eine Minute, eineinhalb Minuten, dann bin ich dran. Wenn eine Mail mal auf dem Mail-Server 2 Minuten angehalten wird, weitergeleitet wird, ist das vollkommen verkraftbar, weil Mail ist sowieso kein Echtzeitmedium. Heutzutage ist man zwar gewohnt, man telefoniert mit dem Kollegen, der sagt, ich schicke dir das mal kurz und es ist gleich da. Aber wenn das halt von extern kommt, würde das 1-2 Minuten dauern. Es ist grundsätzlich auch nicht schädlich, wenn da 3-4 Dateien anstehen hinter jeder virtuellen Instanz, dann dauert das halt mal 5-10 Minuten, bis der Anhang analysiert ist und bis die Mail weitergeleitet ist. Und jetzt müssen Sie als Kunde entscheiden, ab wann wird es für meine User intern nicht mehr vertretbar oder habe ich mich vielleicht sogar als IT-Abteilung auf eine gewisse Qualitätsklasse festgelegt, dass ich mal gesagt habe, eine Mail dauert bei uns maximal 5 Minuten, bis die ankommt, so ungefähr. Und dann muss ich sagen, reicht mir eine kleine Box und ich sage halt, okay, zu Spitzenzeiten dauert halt mal 10 Minuten, bis die Mail durchgeht. Oder sage ich, nee, ich kann mir das nicht leisten, dann muss ich etwas tiefer in die Tasche greifen und die größere Box nehmen. Das heißt also, so ein Sizing ist immer einigermaßen individuell. Aber ich hoffe, ich habe da jetzt so ein paar Gedankengänge aufgezeigt, was man da sich überlegen muss. Ja, ich denke, das war sehr passend. An der Stelle noch von der Danes-Seite, Herr Stolle. Wir machen es im Regelfall immer so, wenn Sie in Kontakt mit uns treten oder wir auch mit Ihnen, je nachdem, würden wir das Ganze durch unsere Techniker erstmal prüfen lassen. Was kommt am Ende wirklich raus als nicht bekannte potenzielle Gefahrenpotenziale in Sachen Mails und würden aufgrund dessen dann eine Teststellung veranlassen und somit überhaupt erstmal schauen, was für eine Größenordnung in Sachen Sandbox würden wir Ihnen empfehlen an der Stelle und dann dementsprechend auch anbieten. Und erst wenn das Ganze im Endeffekt geschehen ist,
können wir auch sagen, welche Kosten hier auf Sie zukommen werden an der Stelle. Also es ist kein Stangenware, die hier angeboten wird, sondern das ist ein recht komplexes Produkt, wenn man das Ganze mit einbinden möchte. Und dementsprechend braucht es auch ein bisschen Vorarbeit, wo wir dann klar sagen können, so und so sieht es aus, so und so viel ist der Aufwand, so und so viel kostet sie das. Ansonsten, wir haben noch eine schöne Frage vom Herrn Zentgraf bekommen. Hier ist die Frage direkt an die Danis jetzt. Gibt es Angebote seitens der Danis oder auch vom Fortinet, wie zum Beispiel ein Check der aktuellen Config auf die aktuelle Bedrohungslage? Hinweis noch vom Herrn Zentgraf, er hat aktuell eine FortiGate mit FortiMail, VPN-Clients, FortiClients sowie Sophos bei Clients und Servern im Einsatz. Wie sieht es von Ihrer Seite aus, Herr Bartel? Kann die Fortinet hier was anbieten? Also grundsätzlich verweisen wir da immer auf unsere Partner, weil, wie gesagt, wir selbst keine Dienstleistung am Kunden anbieten, außer in, sage ich mal, Großprojekten über unsere globalen Consultants, die aber dann meistens noch aus England oder aus Frankreich kommen. Nee, ist normalerweise eine Sache der Partner, kann ich aber nur befürworten, dass sie das machen, dass sie einen Kollegen der Danes mal für einen Tag buchen. Es geht hauptsächlich darum, bei den wenigsten Kunden sehe ich grobe Sale-Konfigurationen, sondern es geht eher darum, wir haben gerade im Bereich FortiGate, FortiMail im letzten halben Jahr neue Firmware rausgebracht, die alleine schon durch die neue Firmware deutlich mehr Optionen zur Abwehr von solchen modernen Angriffen haben. Das heißt also, alleine dadurch haben sie schon viel, viel mehr Einstellmöglichkeiten. Und das nächste ist, alles, was ich Ihnen heute erläutert habe, funktioniert zu 100% nur mit der neuesten Software. Ganz klar, auch hier machen wir Fortschritte. Das heißt also, manchmal ist es auch so, dass alleine durch ein Update, gerade bei der FortiMail und bei der FortiGate, es Ihnen schon mal ermöglicht, einige Funktionen mehr zu haben und die dann auch optimal gerüstet sind, um dann mit der Sandbox zusammenarbeiten zu können. Okay, genauso machen wir das auch als Danis. Also Sie können hier jederzeit gerne auf uns zukommen, entweder direkt auf mich, den Herrn Keller, Postleitzahlgebiet 9 oder auch an meinen Kollegen wie den Herrn Kager oder auch den Herrn Kim selber. Wenn es hier etwas gibt, direkt bei uns melden, dann nehmen wir mit Ihnen Kontakt auf, kommen vor Ort, sprechen das Ganze auch mit unseren Technikern durch, beziehungsweise kommen natürlich unsere Techniker auch gern bei Ihnen vorbei und führen hier einen gezielten Check Ihres Systems durch. Und sollte dann dementsprechend etwas festgestellt werden, dass es hier Anpassungsbedarf, Update-Bedarf oder Verbesserungspotenzial gibt, dann bieten wir Ihnen das natürlich gerne an der Stelle. Wir haben noch eine weitere Frage, beziehungsweise eine ergänzende Frage von Herrn Neubauer. Da hatten wir vorher das Thema mit dem FortiMail Gateway. Er meinte, seine Frage ist eher in der Konstellation gestellt, wenn wir einen externen Mail-Server hätten, also Provider im Internet, dann ein FortiGate und dann ein Client, zum Beispiel Outlook, hinter der FortiGate. Könnte hier eine eingehende E-Mail von der FortiGate, auch wenn der Verkehr SSL verschlüsselt ist, überprüft werden? Ja und nein. Also, verständlich? Ja, okay. Das war jetzt verständlich. Okay. Also grundsätzlich erstmal klar, SSL-Verschlüsselung ist was Schönes. Nichtsdestotrotz, die FortiGate kann ja SSL-Interception machen. Das heißt also, ich müsste die SSL-Verbindung aufbrechen. Das heißt, ich breche sie ja nicht auf, sondern ich terminiere sie. Also sprich, ich baue ja die Verbindung zwischen Client und FortiGate und zwischen FortiGate und dem externen Mail-Server auf. Das muss ich erstmal an der FortiGate konfigurieren und meine Anwendung muss es zulassen. Es gibt gerade in dem Bereich, wenn Sie das jetzt so ansprechen, weiß nicht, ob Sie Office 365 meinen, es gibt einige Anwendungen, Stand heute, die dieses SSL-Offloading oder SSL-Interception nicht zulassen, weil die Anwendung feststellt, dass da jemand in der Mitte ist, ja, das ist die FortiGate, und die Anwendung das nicht mag. Das ist natürlich immer so ein Henne-Ei-Problem. Jetzt habe ich eine Anwendung, ich würde die gerne überprüfen, aber die Anwendung selbst lässt sich nicht überprüfen. Also das wäre das Erste, was zu klären wäre. Kann in der Verbindung interner Client zu externem Mail-Server
ist dann ein sogenanntes Certificate Hooking drinnen. Also sprich, überprüft der Client, ob er wirklich mit dem Server kommuniziert. Wenn das so ist, können wir es nicht intercepten. Wenn wir es können, dann würde die FortiGate das SSL praktisch entschlüsselt sehen, den Mailverkehr, und könnte den Anhang dann nach Viren scannen, beziehungsweise dann an eine FortiSandbox weiterleiten. Das würde gehen, aber die Aussage von vorhin bleibt bestehen, nachdem die FortiGate, wo der Verkehr durchläuft, ja nicht ein Mail-Server ist, würde die Datei trotzdem weitergeleitet werden und nur eine Kopie an die Sandbox geschickt werden. Das heißt, die Mail ist beim User und ich bekomme im Nachgang, also wir reden hier von 1-2 Minuten, bekomme ich die Info, ob diese Datei schadhaft war oder nicht und müsste dann reagieren. Ich kann also nicht proaktiv agieren. Okay, das sollte dann soweit an der Stelle, denke ich, klar sein. Kleine, ja, halb interne Frage gibt es hier noch, ob die Präsi zugeschickt wird. Also die Präsi liegt uns also bereits vorher, Bartel. Danke dafür. Wer die von unseren Zuhörern, Kunden, Interessenten haben möchte, bekommt die jederzeit gerne zugeschickt. Gleichzeitig wurde dieses Webinar von uns auch aufgezeichnet, wird dann auch online über unser YouTube-Portal der DANIS GmbH zur Verfügung gestellt, inklusive der Präsentation, vorgeführt von Herrn Bartel, aber auch mit den Fragen, die jetzt am Ende gestellt und auch beantwortet wurden. Ansonsten, wenn es an der Stelle keine weiteren Fragen gibt, würde ich sagen, sind wir an dieser Stelle durch mit dem Webinar. Herr Bartel, gibt es von Ihrer Seite noch was zu sagen? Von meiner Seite aus würde ich mich nur gerne bedanken bei Ihnen. Ich habe es gesehen, es waren die ganze Zeit über 60 Teilnehmer. Jetzt bei der Fragenstunde haben wir ganz leicht reduziert auf 58, also deutlich über 50 Teilnehmer. Es freut uns, dass das Interesse so hoch ist. Würde mich freuen, wenn Sie bei Fragen auf die Firma DANIS zugehen und ich den einen oder anderen Kunden vielleicht dann in einem direkten Telefonatgespräch dann wieder sehe, dass die Lösung sie überzeugt hat und sie weitere Informationen wollen. Alles klar, das waren in meinen Augen perfekte Antworten, Herr Bartel. Ich danke dementsprechend an dieser Stelle und wünsche allen Beteiligten noch einen schönen guten Tag. Auf Wiederhören. Danke Ihnen, wiederhören.